Ich betrete ein Schuhgeschäft. Eine freundliche Schuhverkäuferin kommt mir entgegen und ist mir behilflich. Ich probiere die ausgewählten Schuhe an und sie fragt mich, passt da? Ich sag, woher kennen Sie denn meinen Beruf? Jemand am Telefon. Ein Spruch. Wir beide lachen herzlich. Passt. Du kommst nach Hause, der Tisch ist fein gedeckt. Blumen, Kerze, Musik, Weingläser. Passt. Im Auto unterwegs, du schaltest das Radio ein und denkst an deine Situation. Du hörst das Lied und denkst, passt. Ein Besuch im Krankenhaus. Was erwartet dich hinter der Tür? Du öffnest die Tür, ein strahlendes Lächeln kommt dir entgegen. Passt. Beerdigung. Wir stehen am Grab. Der Segen ist gesprochen. Kein Händeschütteln. Ein Blick in die Augen. Passt. Ich habe einen Kalender mitgebracht. Diesen haben Theologiestudenten verfasst, jedenfalls mit den Texten und den Bildern. Er ist herausgegeben von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Eine Theologiestudentin, sie schreibt Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das erste ist vergangen. Die Verse aus dem Buch der Offenbarung zeichnen das Paradies als eine leidfreie Zone. Und das klingt bei all den Tälern, die wir in unserem persönlichen Leben durchwandern müssen und bei all dem Beängstigen, was in der Welt tagtäglich geschieht, sehr tröstlich. Und weiter schreibt die Theologiestudentin Anna Seelmeier aus Hemsen bei Nienburg, das Paradies. Ein lichtdurchfluteter Ort, an dem Finsternis nicht mehr finster ist. Ein herzlicher Ort, an dem das einzelne Wort noch etwas zählt, an dem ein Lächeln noch etwas wert und die Liebe unerschöpflich ist. Ein ewiger Ort. Wir kommen nach Hause zurück und finden Frieden. Frieden mit uns selbst, mit unserem eigenen Leben, mit unseren Mitmenschen. Und mit dir, Gott. Passt.